Fit für die neue BSK-Prüfung. Herzlich willkommen. Mein Name ist Steffen Musterer, Fachberater für die Erwachsenenbildung im Cornelsen Verlag und ich begrüße Sie im Namen des Cornelsen Verlages im Webinarraum. Unser heutiges Thema ist die neue BSK-Prüfung. Ein interessantes Thema für all diejenigen, die in diesem Bereich des geförderten Unterrichts unterrichten. Mit Beginn des neuen Jahres wird es eine neue BSK-Prüfung geben, die ein verändertes Vorgehen bei der Vorbereitung der Teilnehmenden für die Prüfung erfordert und auch andere Anforderungen an Sie stellt. Wir werden Ihnen heute zeigen, was es da Neues gibt und wie Sie effizient vorgehen können bei der Vorbereitung Ihrer Teilnehmenden. Wenn ich sage wir, dann meine ich in erster Linie unsere Referentin Reka Licht, Expertin auf dem Gebiet Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache. Viele von Ihnen kennen Reka Licht aus den bisherigen Webinaren. Reka Licht ist leidenschaftliche Deutschlehrerin und Lerncoach. Sie unterstützt seit mehr als 20 Jahren Menschen auf der ganzen Welt beim Erlernen der deutschen Sprache. Reka ist außerdem Prüferin und war auch selbst an der Entwicklung von Sprachprüfungen beteiligt. Darüber hinaus ist sie in der Prüferschulung sowie als E-Tutorin tätig und gibt ihr Wissen regelmäßig in Fortbildungen an interessierte Kolleginnen und Kollegen weiter. Als Gründerin und Inhaberin der Online-Sprachenschule DeutschTutor spezialisiert sie sich vor allem auf E-Learning und berufsbezogenen Sprachunterricht für Fach- und Führungskräfte. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie uns während des Webinars erreichen können, dann tun Sie das bitte im Chat. Viele von Ihnen haben schon oft Webinare besucht. Diejenigen, die heute zum ersten Mal dabei sind, sehen unten rechts in der Ecke des Bildschirms eine Zeile mit einer Sprechblase. Dort schreiben Sie bitte hinein, was Sie bewegt. Ihre Fragen und Wünsche werde ich im Auge behalten, werden wir im Auge behalten und auch möglichst gleich beantworten. Wortmeldungen von Ihnen über die anderen Schaltflächen können wir aufgrund der großen Teilnehmerzahl heute nicht berücksichtigen. Die Fragen und Wünsche, die nicht gleich beantwortet werden können, gehen nicht verloren. Wir nehmen die mit bis an das Ende des Webinars und werden das zusammenfassend dann an der Stelle beantworten. Also bitte schreiben Sie in den Chat. Und nun lade ich Sie ein, eine interessante Stunde in einem Webinar mit uns zur neuen BSK B2-Prüfung zu haben. Seien Sie neugierig und ich wünsche uns viel Erfolg und einen interessanten Nachmittag. Bitte schön. Vielen Dank, Steffen, und hallo und herzlich willkommen. Einen schönen guten Nachmittag. In Deutschland zumindest ist noch Nachmittag. Ja, was erwartet Sie hier heute Nachmittag? Sie bekommen einige Infos zum aktuellen Stand bzw. zum Kontext und zur Zielsetzung der neuen BSK-Prüfung. Dann möchte ich Ihnen auch noch die wesentlichen Unterschiede der neuen Prüfung aufzeigen. Und dann gibt es auch noch einige Tipps, die es zu beachten gilt für eine erfolgreiche Prüfungsvorbereitung. Ja, das ist so der Fahrplan. Und die Frage, ist das für Sie okay? Und wenn Sie jetzt hoffentlich auch genickt haben, dann denke ich, super, dann denke ich, haben Sie auch eine gute Basis dafür, dass Sie heute ganz viel mitnehmen aus dem heutigen Webinar. Es wird intensiv, es wird gehaltvoll. Ja, und wenn Sie jetzt trotz aller Vorwarnungen noch dabei sind, was ich sehr hoffe, dann legen wir gleich mal los. Gut, okay. Also, hier sehen Sie gleich zwei Zahlen und ich denke, Sie können sich auch schon denken, worauf sich diese zwei Zahlen beziehen.
nämlich ab 2021 wird es 4 neue Abschlussprüfungen geben. Und diese neuen Abschlussprüfungen, die betreffen die Spezialberufssprachkurse A2 und B1 und die Basisberufssprachkurse B2 und C1. Und ja, diese Prüfungen, die testen generell die Fähigkeit, ob man an einem deutschsprachigen Arbeitsplatz auf angemessene Weise sprachlich handeln kann. Also das ist im Wesentlichen das Ziel der Prüfung. Ja, und wenn ich jetzt als Lernerin dieses Zertifikat habe, was kann ich denn mit diesem Zertifikat machen? Das Zertifikat, ich kann damit meine arbeitsplatzbezogenen Sprachkenntnisse nachweisen, einerseits. Dann kann das auch als Basis dienen für die Planung des weiteren Lernweges und ist auch eine Hilfestellung für die Bewerbung um einen Ausbildungsplatz oder auch um einen Arbeitsplatz. Nach dieser kurzen Einleitung möchte ich Ihnen jetzt die Unterschiede beziehungsweise auch die wichtigsten Informationen zu der neuen BSK-Prüfung geben. Und das Ganze anhand des, also am Beispiel des Deutschtests für den Beruf B2, wobei ich möchte vorausschicken, also grundsätzlich gilt, dass die 4 Prüfungen in ihrem Aufbau sehr ähnlich sind. Gut, jetzt wird es ganz konkret. Ich habe ja gesagt, dass die Prüfung die Fähigkeit testet, an einem deutschsprachigen Arbeitsplatz auf angemessene Weise sprachlich zu handeln. Aber es geht trotzdem oder gerade deswegen, also es geht nicht um die Fachsprache eines bestimmten Berufes dabei, also das wird nicht getestet, sondern es geht um allgemein berufsbezogenes Deutsch. Und das heißt, es geht um eine allgemeine Vertrautheit mit der deutschen Arbeitswelt und dazu gehören auch strategische Kompetenzen und auch das außersprachliche Wissen. Also nochmal, es ist keine Fachsprachenprüfung, sondern eine Berufssprachprüfung. Das heißt also, die berufsübergreifenden Kenntnisse, die sogenannten transferfähigen Zielaktivitäten, reichen aus, die Lernerinnen dann im Laufe des Kurses sich angeeignet hatten, um die Prüfung auch abzulegen. Was sind denn diese strategischen Kompetenzen? Die strategischen Kompetenzen, das ist meine Fähigkeit, wie ich Probleme bei der sprachlichen Verständigung erkenne und auch lösen kann. Und hier sehen Sie auch einige Beispiele. Also die strategischen Kompetenzen nennt man auch unter Umständen auch Soft Skills oder also eine strategische Kompetenz könnte zum Beispiel sein, wie ich meinen Standpunkt einbringen kann, wie ich Vorschläge geben kann. Was ist das außersprachliche Wissen? Das außersprachliche Wissen, wenn ich das jetzt mit einem Wort erklären wollte, das ist eigentlich ja das Weltwissen, das Informiertsein, das Wissen über soziale Konventionen. Ein Beispiel, ich weiß, wo ich nachschauen muss, wenn ich jetzt zum Beispiel Stellenanzeigen finden möchte. Oder ich weiß, dass Arbeit in Deutschland eher teamorientiert aussieht und dass es in flachen Hierarchien organisiert ist. Also das sind die strategischen Kompetenzen und das außersprachliche Wissen. Ja, und jetzt wird es richtig spannend, denn jetzt schauen wir uns an, wie die Prüfungsteile aussehen, wie baut sich denn die Prüfung auf? Also, es verwundert nicht allzu sehr wahrscheinlich, wenn ich jetzt sage, es gibt eine schriftliche und eine mündliche Prüfung. Das ist ganz klar. Aber Sie können vielleicht auch schon an diesen Symbolen erkennen, dass es hier ja irgendetwas gibt, was nicht so ist, wie normal in den anderen Prüfungen ist. Was ist das? Das sind die Fertigkeiten. Es gibt die Fertigkeiten Lesen, Hören und Schreiben, aber es gibt außerdem noch kombinierte Fertigkeiten, nämlich Lesen und Schreiben, Hören, dann
Hören und Schreiben und Sprachbausteine und Schreiben. Das heißt also, es gibt nicht nur die Fertigkeiten Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen, sondern es gibt dann auch noch kombinierte, gemischte Aufgaben. Gut, für diese, also gleich noch mehr dazu zu diesem Thema. Für die schriftliche Prüfung habe ich, wenn ich die Prüfung ablegen möchte, insgesamt 125 Minuten Zeit. Das bedeutet, ich habe für das Leseverstehen 45 Minuten Lesen und Schreiben und Hören 20 Minuten, Hören und Schreiben insgesamt nur 5 Minuten und dann gibt es noch die Sprachbausteine und Schreiben 35 Minuten Zeit habe ich für diesen Prüfungsteil. Gut, es geht weiter mit der mündlichen Prüfung. Und ja, bei der mündlichen Prüfung sieht es folgendermaßen aus. Die mündliche Prüfung, die besteht aus drei Teilen. Und Teil 1 besteht wiederum aus drei Schritten. Ich kann hier oder muss hier über ein Thema sprechen und dazu auch gleich noch mal ein bisschen mehr, welche Themen es sind. Dann gibt es Prüferfragen zu diesem Thema. Und dann muss ich noch einen Aspekt erläutern meines Themas, eine Frage quasi beantworten, die mein Gegenüber, mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin mir gestellt hat. Und dieser erste Teil der Prüfung, der dauert so in etwa ja, 4 bis 5 Minuten. Das kann man ja auch nicht so ganz genau auf die Sekunde genau sagen. Teil 2, dabei Teil 2 geht es darum, dass ich mit, also ein simuliertes Gespräch mit Kolleginnen oder Kollegen. Und Teil 3, da gilt es, Lösungswege zu diskutieren. Die mündliche Prüfung, die dauert in etwa so 16 bis 20 Minuten. Und es ist ganz interessant, es gibt hier keine Vorbereitungszeit. Das gilt übrigens bei allen Prüfungen. Also das ist jetzt ein Beispiel für den Deutschtest für den Beruf B2. Aber prinzipiell gilt, dass bei allen vier Prüfungen ja das gleiche Szenario ist, nämlich es gibt keine Vorbereitungszeit. Ich schaue jetzt gleich mal schnell in den Chat. Die schriftliche Prüfung digital oder nicht? Also ich wüsste nicht, dass diese Prüfung digital wäre. Das ist eine herkömmliche analoge Prüfung, worüber ich jetzt spreche. Gut. Okay. Ich habe ja auch versprochen, dass wir noch mal ein bisschen ja detaillierter darauf eingehen, was diese Prüfungsteile betrifft. Was ist jetzt anders? Und das können Sie hier auch schon ein bisschen sehen. Und das verrate ich Ihnen natürlich jetzt auch gleich, was es mit diesen Symbolen auf sich hat. Das können Sie sich vielleicht auch schon denken, was das sind. Das sind einerseits die gemischten Aufgaben, also die Fertigkeiten Lesen und Hören, die mit der Fertigkeit Schreiben kombiniert sind. Dann ist es auch die Anordnung der Aufgaben. Ich habe gleich für Sie auch ein Bild, wo Sie auch sehen können, wie viele Aufgaben es gibt. Und dann ist es auch noch der Umfang. Also das können Sie gleich dann auch feststellen. Viel, wenig, was macht das für einen Eindruck auf Sie? Und dann ist es noch beim Schreiben, dass die Textlänge frei ist. Also eine Besonderheit ist, dass es gemischte Aufgaben gibt und die sowohl die rezeptiven Fertigkeiten Lesen und Hören prüfen, als auch die produktive Fertigkeit Schreiben. Und die Anordnung ist eigentlich wohl bekannt, also Lesen, Hören, Schreiben. Und die gemischten Aufgaben, die wurden der jeweiligen rezeptiven Fertigkeit zugeordnet. Das heißt, also Lesen und Schreiben wurde Lesen zugeordnet und Hören und Schreiben wurde Hören, der Fertigkeit Hören, der rezeptiven Fertigkeit Hören zugeordnet. Ja, zum Umfang, da bin ich ganz gespannt, also was Sie zum Umfang sagen. Und vielleicht können Sie sich auch schon mal erste Gedanken dazu machen, warum denn jetzt bei Schreiben die Textlänge frei variierbar, sage ich mal, ist, warum da keine Wortzahl
vorgegeben ist. Also vielleicht können Sie sich das ganz, also erst einmal für sich so einfach überlegen, was kann da der Grund sein dafür? Gut, okay, also jetzt noch mal ein bisschen detaillierter. Wir gehen noch ein bisschen tiefer ein auf die Prüfungsteile. Hier sehen Sie schon mal Lesen und Schreiben, Hören, Hören und Schreiben, Sprachbausteine und Schreiben. Also erstmal fehlt noch die mündliche Prüfung. Und ja, aber ich gebe Ihnen gleich auch noch mal einen vollständigen Überblick über die Prüfungsteile. Ja, vielleicht zuerst mal ein paar Worte zu den gemischten Aufgaben. Die gemischten Aufgaben, das sind die sogenannten fertigkeitenübergreifenden Aufgaben. Was kann da jetzt der Grund sein? Warum gibt es jetzt plötzlich gemischte Aufgaben? Das kennen wir so noch nicht. Ein Grund dafür ist die Stichwort Mediation, Kompetenz der Mediation. Das ist ja auch ein wichtiges Stichwort. Ich muss ja auch verstehen, worum es am Arbeitsplatz geht. Ich muss möglicherweise Informationen weitergeben, Informationen zusammenfassen. Also dieser Tatsache wird hier Rechnung getragen, warum es diese gemischten Aufgaben gibt. Die gemischten Aufgaben werden auch begründet noch mit der Wechselwirkung der rezeptiven und produktiven Fertigkeiten. Es ist ja so, dass rezeptiv und produktiv, also die Teile aufeinander aufbauen. Wenn mir jemand eine Frage stellt, die Frage, die muss ich verstehen und höchstwahrscheinlich möchte ich oder muss ich auch die Frage beantworten. Also rezeptiv, produktiv, ganz einfach erklärt, stehen in Wechselwirkung zueinander. Außerdem sichert damit die Prüfung die Realitätsnähe und gibt einen realitätsnahen Bezug auf Kommunikationssituationen am Arbeitsplatz. Ja, also das sind vielleicht ganz unterschiedliche Texte, kurze Texte, unterschiedliche Textsorten. Deswegen auch gemischte Aufgaben. Und ich muss nicht nur eine Textsorte bearbeiten am Arbeitsplatz, sondern das ist dann auch immer höchstwahrscheinlich eine kombinierte Fertigkeit. Und schließlich möchte man Aufgabenverfehlung vorbeugen. Wenn Sie vielleicht schon Ihre Lerner, Lernerinnen auf Prüfungen vorbereiten, dann haben Sie vielleicht schon erlebt, dass zum Beispiel eine schriftliche Aufgabe einfach verfehlt wurde. Also die Aufgabe wurde einfach falsch bearbeitet. Es wurde vielleicht über ein anderes Thema geschrieben oder mehr Aufgaben wurden bearbeitet, als nötig gewesen wäre. Was hat das, was kann das für einen Grund haben? Entweder bin ich sehr aufgeregt oder ich möchte die Prüfung schnell hinter mir haben oder ja, vielleicht bin ich auch einfach schlecht informiert. Vielleicht habe ich nicht so in der Prüfungsvorbereitung, vielleicht hatte ich nicht die Möglichkeit für die Prüfungsvorbereitung oder schlicht und einfach, vielleicht bin ich nicht auf dem Niveau. Gut, also das ist eigentlich eine teilnehmerfreundliche Lösung, weil es kommt oft eben bei diesen Input-Texten dazu, dass die Texte nicht hinreichend aufgenommen werden. Und dadurch kommt es eben zu dieser Aufgabenverfehlung. Dadurch, dass ich jetzt eine kombinierte Aufgabe habe, muss ich mich zuerst mit dem Thema auseinandersetzen. Was ist überhaupt die Aufgabe? Es gibt zuerst eine Aufgabe zum Textverständnis. Eine Multiple-Choice-Aufgabe oder eine richtig-falsch-Aufgabe. Und dann erst geht es um Schreiben, um die schriftliche Aufgabe. Gut, ich schaue mal ganz kurz in den Chat, ob es eine brennende Frage gibt. Okay, wunderbar. Das sehe ich jetzt nicht. Ich gehe dann einfach weiter. Gut, ich habe ja auch versprochen, ich gebe Ihnen einen Überblick über den Umfang der Prüfung und das sehen Sie jetzt auf der linken Seite. Und gut, vielleicht können Sie jetzt nicht ganz genau lesen, was die genauen Aufgaben, die Prüfungsaufgaben sind, aber so in etwa haben Sie jetzt einen Überblick, wie viele Aufgaben es in der Prüfung gibt.
Das betrifft jetzt wieder, also nochmal die B2-Prüfung. Ich weiß nicht, wie das auf Sie wirkt. Man könnte meinen, boah, also das ist jetzt aber wirklich umfangreich. Das ist jetzt, da gibt es wirklich viele unterschiedliche Aufgaben. Einerseits ja, andererseits gibt es nicht mehr Items in dieser, also mehr Aufgaben in der oder auch Subaufgaben in der Prüfung wie in vergleichbaren Prüfungen. Und diese Varianz der Aufgaben, das hat natürlich auch Gründe. Und einerseits möchte die Prüfung damit die Prüflinge entlasten bei Schwierigkeiten bei einer bestimmten Aufgabe. Wenn ich dann nicht weiterkomme, dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu springen und das mit einer anderen Aufgabe auszugleichen. Und zweitens möchte man damit die Realitätsnähe sichern. Auch am Arbeitsplatz ist es so, dass ich viele verschiedene Themen und Textsorten habe, nicht nur ein Thema und nicht nur eine Textsorte. Also diese Vielfalt hat durchaus ja, pragmatische Gründe. Und nun komme ich zum Textumfang. Und vielleicht haben Sie sich auch schon überlegt, warum gibt es jetzt keine Vorgabe? Dafür gibt es auch Gründe. Das Ziel ist nämlich in der Prüfung, und darauf wird wirklich sehr viel, sehr großer Wert gelegt, die angemessene Sprachverwendung. Was passiert manchmal, also ich sage jetzt nicht immer, was kann unter Umständen passieren, wenn ich zum Beispiel eine vorgegebene Wortzahl habe, schreiben Sie mindestens 120 Wörter, dann kommt es möglicherweise zu einem unerwünschten Effekt, den Sie vielleicht auch kennen. Wörter zählen. Und da kommen dann auch kommunikativ unsinnige Sätze dann noch zustande, weil der Text eben ja noch zu kurz ist. Da muss ich noch zwei Sätze ranhängen und plötzlich macht das Ganze vielleicht gar nicht mehr so viel Sinn. Also das ist das ist der eine Grund. Jemand schreibt für den Prüfer, es ist einfacher. Ja, ich muss aber natürlich die Aufgabenstellung berücksichtigen. Also ich kann selbst entscheiden, wie viel ich schreibe, aber ich darf natürlich die Anhaltspunkte nicht unberücksichtigt lassen. Also es heißt nicht, dass ich da die Aufgabe mit zwei Sätzen erledigen kann, das nicht, aber ich habe jetzt nicht mehr die Vorgabe. Und der zweite Grund ist, ja, auch ziemlich profan. Das trägt der ganz profanen Tatsache im Berufsleben Rechnung. Was glauben Sie, was das ist? Zeit ist Geld. Also ich kann keinen Roman schreiben, weil auch vielleicht meine Vorgesetzten oder vielleicht meine Kollegen, die haben auch noch tausend andere Sachen zu erledigen und keine Zeit, Romane zu lesen. Also wieder ein ganz pragmatischer Grund. Und hier sehen Sie ein Beispiel, Beispiel Telefonnotiz. Also Sie sehen hier auch, das gehört zu der Fertigkeit Hören und Schreiben. So sieht das Aufgabenblatt aus. Und Sie sehen, dass es keine Vorgabe gibt, wie viele Wörter ich jetzt schreiben muss. Es gibt aber Stichpunkte. Also es gibt so grafische Zeichen als Anhaltspunkte, was so ungefähr erwartet wird. Aber es kann sein, dass ich mit einem Wort oder mit einem kurzen Ausdruck den Sinn sehr gut erfassen kann. Es kann aber sein, dass ich dafür zwei Sätze brauche. Also hier ist eigentlich alles möglich. Wichtig und auch in der Prüfungsvorbereitung, dass das eben es geht eben um Klartext, es geht um Präzision und dass das geübt wird. Also das wirklich dieses, ich muss das, was ich sagen will, auf den Punkt bringen. Und ja, das muss ich natürlich auch vorher üben. Ein anderer wichtiger Punkt, das sind die Bewertungskriterien, auf die möchte ich jetzt wirklich, also die möchte ich jetzt wirklich nur so streifen. Das würde jetzt heute wirklich zu weit führen, wenn wir das ausführlich besprechen wollen würden. Sie kennen vielleicht auch schon generell auch
Bewertungskriterien in den Prüfungen, inhaltliche Angemessenheit, sprachliche Angemessenheit, was jetzt Schreiben betrifft. Es gilt natürlich eine gute kommunikative Aufgabenbewältigung, dann auch, was die sprachliche Angemessenheit betrifft, kommunikative Gestaltung, formale Richtigkeit, also Wortschatz und Grammatik und als übergeordnetes Kriterium dann auch Spektrum der sprachlichen Mittel. Also das jetzt zum Schreiben. Was Sprechen betrifft, das ist auch sehr ähnlich, inhaltliche Angemessenheit und sprachliche Angemessenheit. Kommunikative Aufgabenbewältigung und dann wieder hier natürlich nicht kommunikative Gestaltung, dafür aber Aussprache und Intonation, formale Richtigkeit und Spektrum sprachlicher Mittel. Und dann gibt es eben diese vier Kriterien A und B, ja, Prüfung oder Aufgabe eben gut gelöst. Das ist noch auf dem Zielniveau. B1, also C ist B1 erfüllt auf der Stufe unterhalb des Zielniveaus und A2 oder darunter, das sind schon zwei Stufen oder mehr unter dem Zielniveau. Also ganz kurz wirklich jetzt zu diesen Bewertungskriterien. Okay, gut, was hatten wir jetzt bis jetzt? Es gab eine kurze Einleitung generell zu der Prüfung, Informationen zu der Prüfung. Und dann haben wir jetzt so grob die Teile uns angesehen, wir haben uns eher die Unterschiede, also auf die Unterschiede, die den Schwerpunkt gelegt. Und jetzt möchte ich Ihnen auch noch einige Tipps geben, die es zu beachten gilt, wenn Sie Ihre Kursteilnehmerinnen auf die Prüfung vorbereiten. Und ja, was sind denn diese? Wie ich schon zu Beginn angedeutet habe, diese Prüfung ist ein bisschen anders und auch die Prüfungsvorbereitung muss ein bisschen anders ausfallen. Denn die neue Prüfung, die setzt wirklich auf die Varianz der Aufgaben, eben wie schon erwähnt, aus pragmatischen Gründen. In der Prüfungsvorbereitung heißt es für mich, ich muss ein bisschen anders vorgehen, in Anführungsstrichen. Was ist wichtig bei dieser etwas anderen Vorgehensweise? Es ist wichtig, dass ich dessen im Klaren bin, beziehungsweise dass ich die Heterogenität von den sprachlichen Anforderungen am Arbeitsplatz kenne, also möglichst breites Spektrum von diesen Anforderungen. Und dann ist natürlich auch wichtig, wie ich mit diesen Anforderungen angehe. Wie flexibel gehe ich mit denen um? Wie entspannt gehe ich damit um? Und dazu gehört natürlich eine entsprechende Geübtheit. Und dafür muss ich auch viele unterschiedliche Situationen üben, auch in der Prüfungsvorbereitung. Gut, was heißt das jetzt in Klartext? Das heißt, Übungen im Sinne der neuen Prüfung ein bisschen intensivieren. Was wäre das jetzt, die Übungen im Sinne der neuen Prüfung zu intensivieren? Dass ich mehrheitlich Themen aus der deutschsprachigen Arbeitswelt rannehme. Arbeitssuche, Bewerbung, der Arbeitsalltag, berufliche Aus- und Weiterbildung. Das ist aber, glaube ich, in einem Berufssprachkurs, das sind auch bekannte Themen. Und im Sinne der zyklischen Progression werden die ja auch auf jeder Stufe immer weiterentwickelt, erweitert und vertieft. In diesem Sinne kann ich dann eigentlich mit diesen Themen sehr gut umgehen. Ich habe hier ein Beispiel aus der Prüfung, ein konkretes Beispiel, was ich eben mit diesen Themen meine, Arbeitsalltag. Das ist jetzt aus der Prüfungsteil Lesen. Und hier habe ich einen Text zum Thema Willkommensmappe. Willkommensmappe für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich habe dazu zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe, also zum Textverständnis,
Ich habe die eine Aufgabe ist eine richtig-falsch-Aufgabe und die andere Aufgabe ist eine Multiple-Choice-Aufgabe. Also A, B, C, was ist richtig? Ein Text zum Beispiel aus dem Arbeitsalltag. Dann ein anderes Beispiel, das ist aus dem Prüfungsteil Lesen, Teil 4. Und hier habe ich ein Protokoll. Das ist ja auch Arbeitsalltag. Protokoll, was ist die Aufgabe? Ich muss genau verstehen, worum es geht oder worum es ging bei dieser Meeting oder worum es im Protokoll ganz genau geht. Dafür gibt es 5 Multiple-Choice-Aufgaben und ja, und wenn ich mich auch in dem Thema auskenne, dann habe ich auch gute Chancen, dass ich dieses Protokoll verstehe. Ja, gut, ich möchte meine Kursteilnehmer, Kursteilnehmerinnen auf die Prüfung vorbereiten. Da muss ich natürlich auch wissen, worauf ich meine Kursteilnehmerinnen vorbereiten möchte und vorbereiten muss. Und das heißt ja nicht nur, dass ich darüber im Klaren sein muss, welche Prüfungsteile es gibt, weil die Inhalte, die können natürlich variieren. Also der Aufbau bleibt zwar gleich, aber die Prüfungsinhalte, die können ja auch unterschiedlich sein. Und dafür gibt es einen Lernzielkatalog, der auch erreichbar ist und der nicht nur Sie darüber informiert, was die sprachlichen Kompetenzen, was die zu erwartenden, also was die sprachlichen Kompetenzen oder über welche sprachlichen Kompetenzen die Lernerinnen verfügen sollten, sondern auch, das dient auch als eine sehr gute Basis zu der Kursplanung. Natürlich auch für Buchautoren ist das eine ganz wichtige Informationsquelle. Und ich habe hier einfach mal so eine schematische Zeichnung dazu gemacht, wie Sie sich das vorstellen sollen. Also in diesem Lernzielkatalog sind Handlungsfelder, Groblernziele, Feinlernziele und dann auch noch als weiterer Differenzierungsschritt sind dann auch noch Sprachhandlungen definiert. Und was ist das? Also die Handlungsfelder, das sind die groben, das ist die grobe Verortung von Kommunikationssituationen. Dann habe ich die Groblernziele, das sind schon ein bisschen konkretere Sprachverwendungssituationen. Dann geht es weiter mit Situationen, dann geht es weiter mit den Feinlernzielen und die werden nochmal weiter differenziert, eben mit den Sprachhandlungen für die unterschiedlichen Stufen. Das, was Sie jetzt hier auf der rechten Seite der Folie sehen, das ist jetzt ein Beispiel für die Handlungsfelder. Sie sehen, bei den Handlungsfeldern gibt es sogar eine Zweiteilung. Es gibt berufsbezogene Handlungsfelder und es gibt übergreifende Handlungsfelder. Und diese Handlungsfelder werden dann weiter verfeinert und dann gibt es Groblernziele und die Groblernziele werden dann wieder weiter verfeinert. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Sprachhandlungen und sprachliche Kompetenzen hier in diesem Lernzielkatalog beschrieben. Sicher nicht als Abendlektüre gedacht, aber ganz wertvolle Informationen, wenn Sie, ja, wenn Sie Ihren Kurs dann auch entsprechend der Prüfung ja, vorbereiten möchten. Okay, also das zu den Handlungsfeldern. Und weil ich ja erwähnt habe, dass natürlich auch die Lehrwerksautoren ganz genau darüber informiert sind, wie diese sprachlichen Kompetenzen aussehen und aussehen sollten. Eine Empfehlung von mir, ideal für die Vorbereitung, für die Prüfungsvorbereitung, das neue Focus B2. Also das ist jetzt der neue Band, das in Kürze, der in Kürze erscheint. Und dazu habe ich hier einige, also wirklich nur stellvertretend. Ich habe aus einigen Lektionen, aus einigen Einheiten jetzt ein paar Themen rausgeholt. Berufsorientierung, also 1, 2, 4, 12, das sind die Einheiten. Berufsorientierung,
Arbeitsorte und Welten, eine neue Arbeit, Sozialrecht im Beruf. Und hier, Sie sehen ja auch die Themen, die dann auch tatsächlich wirklich berufsspezifisch sind. Also nicht fachspezifisch noch einmal, sondern berufsspezifisch. In dem Lehrwerk finden Sie unter anderem auch eine Prüfungsvorbereitung. Das Lehrwerk, das beinhaltet 12 Lektionen, 12 Einheiten. Und nach 4 Einheiten haben Sie ein Prüfungstraining. Vielleicht kennen Sie den Band, den jetzt aktuellen Band, Erfolgreich in Alltag und Beruf B2. Da wissen Sie, da haben Sie auch ein Prüfungstraining. Hier gibt es auch ein Prüfungstraining. Und was erfährt man in diesem Prüfungstraining? Wie Sie sehen ganz konkret, um welche Fertigkeit es geht. Es geht hier um Lesen und Schreiben. Die genaue Aufgabe wird beschrieben. Und dazu habe ich, also für die Lösung der Aufgabe habe ich wichtige Strategien und Tipps, die ich im Lehrwerk erhalte, die mir helfen, auch bei der Bearbeitung der Aufgaben. Das ist jetzt hier ein Beispiel. Also, es gibt erst einmal ein Info, dann eine empfohlene Vorgehensweise und letztendlich auch hilfreiche Redemittel für die Beantwortung, in diesem Fall zum Beispiel eine Beschwerdemail. Genau. Also ich muss natürlich die Vorgaben beachten und dafür gibt es dann auch die Redemittel zu, also dafür für muss ich auch die Redemittel verwenden, die natürlich auch zu der Situation und zum Thema passen. Das jetzt zum Schreiben. Ich habe Ihnen auch versprochen, dass ich noch zu Sprechen noch etwas sagen werde. Zu Sprechen 1. Das ist jetzt der Teil der Prüfung, der aus 3 Schritten besteht. Und der erste Schritt ist, dass ich über ein Thema sprechen muss. Und insgesamt gibt es 8 Themen, und also 8 Themen, aber zur Auswahl für den Prüfling, also für den Lerner, stehen nur 2 Themen. Das heißt also, ich weiß nicht, welche 2 von den 8 Themen ich in der Prüfung dann in meiner Aufgabenstellung präsentiert bekommen werde. Ich finde die Themen durchaus interessant. Also Sie kennen auch die B2-Prüfung, also die TELC-B2-Prüfung. Da gibt es dann auch genauso in der mündlichen Aufgabe, kann ich ja auch wählen, worüber ich sprechen möchte. Hier geht es auch durchaus um interessante Themen. Zum Beispiel, ich kann auch ein berufliches Vorbild beschreiben oder ich kann eine Geschäftsidee beschreiben. Das finde ich auch ganz spannend. Ja, da kommen schon die Fragen, welche Teil, 8 Themen sind das? Das kann ich Ihnen auch gerne sagen. Das sind einen Arbeitgeber beschreiben, ein Thema. Das sehen Sie hier übrigens am Bild. Dann ein gutes Arbeitsumfeld beschreiben. Wie ist für mich ein gutes Arbeitsumfeld? Ich denke, ein sehr, sehr praktisches, eine sehr praktische Aufgabe. Berufswahl, über meine Berufswahl. Berufliches Vorbild, wer ist mein berufliches Vorbild? Vorgehen bei der Arbeitssuche, was sind die Steps für mich? Wie würde ich jetzt vorgehen, wenn ich eine neue Arbeitsstelle suchen und finden möchte? Bewerbungsgespräch, eine Dienstleistung beschreiben und eine Geschäftsidee beschreiben. Also, das waren jetzt die 8 Themen. Ich habe übrigens auch noch ein schönes Handout für Sie zusammengestellt, wo Sie dann auch noch die wichtigsten Informationen noch hier zusammengefasst aus dem Webinar dann noch heute mitnehmen können. Gut, aber wir sind jetzt erstmal noch bei Sprechen und dafür gibt es im Lehrwerk, ich habe ja gar nicht so einfach, schreibt jemand. Ja, aber ich denke, das hat durchaus Relevanz. Also ich denke, das ist jetzt nicht einfach nur so irgendein Thema, sondern ich denke, das ist wieder, ja, also ich find's okay im berufssprachlichen Kontext. Gut, also sprechen, wichtige Strategien wieder, hilfreiche Redemittel auch für den Vortrag. Also ich muss ja über ein Thema sprechen. Wie kann ich das tun? Da habe ich auch gleich Redemittel, die ich
sofort verwenden kann. Und es wird nochmal die Vorgehensweise auch in der Aufgabe beschrieben und es gibt dann auch Vorschläge für die Lösung. Sie sehen hier auch die Zeit, so in etwa 4 bis 5 Minuten pro Teilnehmer in der ersten Aufgabe. Ja, jetzt möchte ich noch zu einem interessanten Teil kommen. Und das kennen Sie ganz bestimmt. Also wenn Sie auch schon, ja, die Sprachbausteine, die sind auch Teil sehr vieler Prüfungen. Und was muss man da bei den Sprachbausteinen machen? Da fehlen einfach Wörter. Da muss ich immer das entsprechende Wort in die Lücke einsetzen. Okay, also das ist erstmal noch nichts Besonderes. Es gibt aber Sprachbausteine 2 in der Prüfung und hier habe ich keine Wörter oder nicht nur Wörter, sondern ich habe hier ganze Ausdrücke zur Auswahl. Und ich habe hier natürlich ein Beispiel für Sie. Darauf komme ich gleich zurück. Das habe ich jetzt zuvor genommen. Also das ist jetzt das Beispiel. Hier, wenn Sie jetzt diese Aufgabe sich ansehen, Aufgabe 53, das ist jetzt die Aufgabe Sprachbausteine. Wenn Sie jetzt ABC die Lösungen anschauen, letzten Auftrag, früheren Arbeitsnachweis, aktuellen Leistungsbereich, also würden Sie irgendwie was denken Sie, was könnte die falsche Lösung sein oder was ist die richtigere Lösung oder was sind die falschen? Gut, ich weiß nicht. Also fällt Ihnen irgendwas auf? Also ist irgendwas jetzt schon einfach so aus dem Stegreif mal falsch an den 3 Lösungen? Jemand sagt 53C, vielleicht ist das schon die Lösung. Okay. Also da kommen nicht so viele Antworten und ich nehme an, dass Sie mit mir einverstanden sind, wenn Sie auch vielleicht meinen, also im Prinzip könnte das jetzt ohne den Text zu kennen, eigentlich alles richtig sein. Also es gibt jetzt nicht eine eindeutig falsche Antwort. Bis auf natürlich den Kasus. Also der ist jetzt ein bisschen komischer, letzten Auftrag. Was kann das jetzt sein? So sieht die Aufgabe aus. Wir sind ein Heizungs- und Sanitärunternehmen und möchten unseren 53, also möchten unseren, und da kam schon eine Lösung. Und das war, glaube ich, C, aktuellen Leistungsbereich um Badmodernisierungen erweitern. Und ja, das habe ich eigentlich damit gemeint, wenn ich gemeint habe, das gibt ganze Ausdrücke hier einzusetzen. Was muss ich denn dafür tun? Und das habe ich leider ein bisschen, genau, die Folien. Okay, also wie kann ich da darauf jetzt meine Kursteilnehmer trainieren? Da muss ich natürlich Textverständnis trainieren. Und Textverständnis kann ich einerseits mit Chunks trainieren. Chunks, das kommt Ihnen vielleicht bekannt vor. Chunks erwähnen wir ganz oft im Anfängerunterricht. Die Chunks, das sind diese formelartigen Ausdrücke, wenn ich die lerne, dann muss ich nicht lange darüber nachdenken, ob das jetzt guten Tag heißt oder guter Tag oder gutes Tag, sondern ich weiß, das ist dann korrekt guten Tag. Oder herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag oder ich hätte gern, was weiß ich. Also, das im Anfängerunterricht. Aber auch im fortgeschrittenen Unterricht kann man natürlich auch mit Chunks arbeiten. Das sind dann eher auf der höheren Stufe, das sind eher idiomatischen Ausdrücke. Was könnte da jetzt zum Beispiel der springende Punkt oder Abhilfe schaffen? Solche Sachen. Also das kennen Sie ganz bestimmt auch sehr gut oder diese Kollokationen. Und da kann man auch das Textverständnis mit diesen Chunks trainieren. Dann gibt es noch das hüpfende Komma, schreibt jemand. Ja.
Da schreibt noch jemand, man sieht ja den Text kaum, oder? Der Text ist jetzt wirklich stellvertretend da. Also der Text ist jetzt tatsächlich nicht dafür da, dass Sie das lesen. Das ist tatsächlich klein, weil ich auch Ihnen einfach die ganze Übung zeigen wollte. Ja, und deswegen ist der Text so klein und deswegen habe ich jetzt diese zwei Sätze, diese zwei Zeilen dann auch so. Also zu den zwei Zeilen diesen Screenshot gemacht und damit Sie dann auch so einen ersten Eindruck haben, wie die Aufgabe aussieht. Aber wir waren bei den Tipps, bei den Chunks. Also hier nochmal, ich muss meine Feinfühler ausstrecken und schauen, dass ich wirklich ganz genau aufpasse. Hier geht es um Textverständnis. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie ich Textverständnis oder zu einem besseren Textverständnis kommen kann. Das empfiehlt sich vielleicht mal am Beispiel von längeren Texten zu üben. Und dafür haben Sie ja auf der Stufe B2, glaube ich, genügende Möglichkeit, weil da sind natürlich die Texte auch schon inhaltsreicher, die Texte sind auch komplexer und das ist auch eine gute Übung fürs Textverständnis. Was sind jetzt diese fünf Schritte? Also wenn Sie jetzt Magic erwarten, dann muss ich Sie enttäuschen. Also da kommt jetzt nicht also Sparkle und Magic, sondern das ist jetzt harte Arbeit, auch Textverständnis. Text überfliegen, Thema erfassen, worum geht es? Was kenne ich schon zum Thema? Habe ich vielleicht schon dazu irgendwas früher erfahren oder weiß ich zu dem Thema schon irgendetwas? Dann muss ich Fragen an den Text stellen. Was möchte ich denn erfahren? Was möchte ich denn, nachdem ich den Text gelesen habe, in Erfahrung bringen? Was möchte ich denn ja, einfach erfahren, wenn ich den Text gelesen habe? Und dann markiere ich die Schlüsselbegriffe. Dann erstelle ich eine Zusammenfassung, möglich auch visualisieren das Ganze. Ich kann auch mit Mindmaps arbeiten beispielsweise. Und als letzten Schritt fasse ich den Text mit eigenen Worten zusammen. Also Sie merken, das ist harte Arbeit. Also das ist jetzt nicht so, ich lehne mich zurück und ich mache mal ein bisschen was zum Textverständnis. Aber das zahlt sich aus. Also wenn sich jemand durch diese Phasen durcharbeitet, und möglichst oft übt, dann denke ich, dass man auch schon ein sehr gutes Gespür für das Textzusammenhänge bekommen kann. Und zuletzt hätte ich noch einen dritten Tipp. Der nennt sich Sinfonie. Und der geht so. Sie können hier mit Sätzen, also mit themengebunden aus dem Lehrwerk arbeiten, aus Ihrer Lektion arbeiten. Sie können hier auch mit Redewendungen arbeiten. Sie können mit Zitaten arbeiten. Ich komme gleich nochmal auf die Frage zurück, was heißt Fragen an den Text stellen? Einen kleinen kurzen Augenblick. Also Sinfonie. Genau, also wir sind jetzt bei Sinfonie. Jeder Teilnehmer bekommt eine Karte mit einem Wort, das haben Sie vorbereitet. Und wenn Sie Präsenzunterricht haben, dann haben die Kursteilnehmerinnen die Aufgabe, dieses Wort vor sich dahinzustellen, sodass alle, die das Wort lesen können. Das können übrigens auch Ausdrücke sein, also das können auch Kollokationen sein. Das muss nicht unbedingt ein Wort sein, das ist jetzt das einfachste Beispiel. Dann geht es weiter. Die Gruppe stellt sich in eine Reihe auf, sodass sich ein sinnvoller Satz ergeben muss. Dabei die Herausforderung, dass es nicht miteinander gesprochen werden darf. Also die Kursteilnehmerinnen müssen den Sinn des Satzes so erfassen, dass sie einfach auf die Zettelchen voneinander schauen. Und wenn die Reihenfolge sinnvoll ist, wenn die Reihenfolge passt, dann ist die Übung beendet. Wenn die Reihenfolge falsch ist, dann müssen die Kursteilnehmerinnen weiter puzzeln. Jemand schreibt, geht jetzt nicht, Corona. Wenn Sie jetzt nicht in einem Präsenzkurs unterrichten können,
dann können Sie diese Übung wunderbar auch mit Hilfe eines Whiteboards durchführen oder noch besser, noch witziger, noch lustiger und noch also Level 2 vielleicht mit der Webcam. Also mit Webcam nutzen, dass ich auch wirklich mein Text, also mein, ich schreibe, ich bekomme mein Wort vielleicht im Chat zugeschickt oder schon vorher per E-Mail und ich zeige dann mein Wort, meinen Ausdruck dann den anderen in die Kamera. Dann ist es noch eine größere Herausforderung, den Sinn zu erfassen. Gut, es darf nicht miteinander gesprochen werden, das habe ich erwähnt. Und ja, was eignet sich dafür am besten für diese Methode? Wie gesagt, das können Zitate sein, Sätze, themengebunden aus dem Lehrwerk, Redewendungen. Und wenn Sie das ein bisschen erschweren möchten, dann können Sie die Zeit stoppen. Dann haben die Kursteilnehmerinnen eine bestimmte Zeit für die Lösung der Aufgabe. Oder sie sparen einfach die Satzzeichen aus oder Großschreibung am Satzanfang. Und dann wird es nochmal ein bisschen komplizierter. Also das waren jetzt die drei Tipps mit der Lehrwerksempfehlung. Und noch eine wichtige Sache. Was vielleicht gar nicht so uninteressant ist, denn es kommt ja, kann ja auch vorkommen, dass ich jetzt plötzlich so sehr auf die Prüfung fixiert bin, dass ich nur Aufgaben nehme, die jetzt für meine Kursteilnehmer dann, die in der Prüfung dann benötigen. Das ist ja natürlich, also wenn es um eine Prüfungsvorbereitung geht, also wenn es um eine konkrete, sehr konzentrierte Prüfungsvorbereitung ist natürlich okay, aber selbst dann sollte man, glaube ich, aufpassen, dass man den Backwash, den sogenannten Backwash-Effekt vermeidet. Schon mal gehört? Backwash-Effekt? Was kann das sein? Backwash-Effekt ist eben das, was Sie in der Überschrift sehen. Das ist eben ein Backwash-Effekt, ist das sogenannte Teaching to the Test. Backwash bedeutet Rückfluss oder Rückstrom aus dem Englischen. Und das bedeutet, ich konzentriere mich in meinem Unterricht auf die testbaren Einheiten und ich imitiere möglichst viele Prüfungsaufgaben. Gerade bei dieser Prüfung ist hier sinnvoll, nicht auf die Prüfung vorzubereiten, sondern auf die berufliche Realität. Weil gerade das ist die Ausrichtung der Prüfung. Das heißt also, das wird Ihnen höchstwahrscheinlich nicht allzu schwer fallen. Trotzdem vielleicht einige Tipps, wie man diesen Backwash-Effekt vermeiden kann. Man kann einfach die Unterricht einfach, in Anführungsstrichen natürlich, die Unterrichtsinhalte an den Lernern orientieren. Was brauchen noch meine Lerner? Also nicht schauen, was steht denn noch im Buch und was müssen wir jetzt, sondern was sind dann eventuell noch die Defizite, wo müssen wir noch aufholen. Dann den Unterricht eher inhaltsgerichtet als formgerichtet, also schauen, was ich vermitteln möchte und nicht in welcher Form, also was sind die Prüfungsaufgaben, sondern eben das eigentlich, das, was ich gerade eben gesagt habe, was müssen die denn noch wissen. Dann Transferübungen einsetzen. Transferübungen bedeutet, das habe ich gelernt, was mache ich damit? Wie setze ich das in meinem Berufsalltag ein? Konstruktiv bewerten, also wirklich sagen, was war gut, was war nicht so gut, wo kann ich noch meine Defizite aufholen, was fehlt noch? Und Zeit geben für Lösungen und nicht zuletzt Strategien vermitteln. Also wenn Sie mit den Strategien arbeiten, Beispiel auch Lehrwerk, dann sind Sie auch auf jeden Fall, dann geben Sie ein wichtiges Mittel auch für Ihren Lernen in die Hand, wie Sie dann auch autark in Prüfungen ohne Sie dann agieren können. Und ich wollte noch ganz kurz auf die Frage eingehen,
Was war noch mal die Frage? Ich versuche, die zu finden. Ich glaube, was heißt, oh Gott, helfen Sie mich auf die Sprünge. Fragen zum, was sind die Fragen zum Text? Genau, die Fragen zum Text sind meine Fragen. Ich habe einen Text zum Beispiel zu einem bestimmten Thema. Ich weiß, ich kenne nur das Thema. Ich kenne den Text noch nicht, nur das Thema. Und ich kann mir schon überlegen, was möchte ich denn erfahren aus diesem Text? Was sind meine Fragen? Wie viele, wer, wo, was? Ganz einfach. Also das meine ich mit Fragen zum Text. Denn wenn ich mir vorher schon Gedanken mache zum Text, dann nehme ich viel mehr aus diesem Text mit, weil ich schon alleine auf meine Fragen, also meine Fragen beantwortet haben möchte. Also das ist schon alleine ein großer Vorteil und ein großer Gewinn, glaube ich, auch aus dieser Methode. Jemand schreibt W-Fragen, genau, klassische Fragen, genau, auch. So ist es. Ja, und ich hoffe sehr, dass Ihre Kursteilnehmerinnen, Ihre Kursteilnehmer so fröhlich aus der Prüfung kommen werden. Das hoffe ich sehr. Und ja, lassen Sie sich jetzt einfach das Ganze, das, was Sie jetzt in den letzten 57 oder vielleicht 50 Minuten von mir gehört haben, auf sich wirken. Wir sind noch da und während Sie das tun, werden Sie noch wichtige, interessante Informationen von Herrn Musteran erfahren. Und wir bleiben noch da und sind gespannt auf Ihre Fragen. Genau. Ich klinke mich wieder ein und danke zuerst Reka für den sehr intensiven Überblick über die neue Prüfung und die konkreten Aussagen dazu, was ist denn jetzt neu oder was ist anders. Und ich danke Ihnen, liebe Kursleiterinnen, liebe Kursleiter, für Ihr sehr, sehr großes Interesse an dem Thema und Ihre Unterstützung. Ich sehe im Chat, wie viel Austausch da passiert und mit über 200 Teilnehmern haben wir ja da wirklich eine ganze Menge Kompetenz vereint. Es ist uns vollkommen klar, dass wir so ein komplexes Thema wie die neue BSK-Prüfung nicht abschließend und umfassend in einer Stunde behandeln können. Wir werden darauf zurückkommen und noch weitere Beiträge anbieten. Und ich wäre ganz froh, wenn Sie da wieder live dabei sein könnten. Wenn Sie keines der Veranstaltungsangebote verpassen möchten, gibt es zwei Wege für Sie, sich zu informieren. Entweder Sie bestellen den Newsletter, den wir einmal im Monat mit den Neuigkeiten im Bereich DAF/DATS verschicken. Da gibt es auch die Rubrik Veranstaltungen und wir informieren da über die geplanten Veranstaltungen des nächsten Monats und Sie suchen sich das Passende raus. Und dann gibt es noch den bequemen Weg. Sie melden sich als Dozentin oder Dozent beim Cornelsen Verlag an, registrieren sich dort und dann schicken wir Ihnen die passenden Veranstaltungsangebote zu und Sie brauchen sich nur noch anzumelden. Also haben Sie vielen Dank für Ihre Unterstützung und bringen Sie beim nächsten Webinar Ihre Kolleginnen und Kollegen mit.